Hallöchen Freunde und willkommen zu einer neuen Folge von The Escapists Santas Sweatshop. Und ja, ich weiß, heute noch keine Facecam, aber das kommt noch, wahrscheinlich morgen. Ich habe ja letztens schon mal gesagt, ich brauche dafür eine andere Software. Mit meiner momentanen Shadowplay Software von Nvidia funktioniert das nicht. Ich werde es aber mal mit OBS probieren. Das Problem ist, habe ich gestern mal versucht. Das funktioniert nicht so ganz, wie ich das möchte. Einfach aus dem Grund, OBS hat extrem krasse Einstellungsmöglichkeiten und da musst du schon richtig vorgehen, damit du überhaupt was abgreifen kannst. Ich will mal, Moment, ich gehe gleich zum Essen. Und das war vorhin so ein bisschen das Problem. Das ging irgendwie nicht. Da muss ich noch ein bisschen, muss Steve gleich verhauen. Da muss ich noch ein bisschen rumprobieren. Dann können wir das mal versuchen. Also ich hoffe, dass das klappen wird. Dann kann ich nämlich mein Bildchen hier irgendwo hinpacken, wo es keinen stört. Hier zum Beispiel. Oder was weiß ich wo. Und vor allem kann ich dann auch die Größe frei einstellen. Das ist halt der Vorteil an OBS. Da müssen wir mal schauen, wie ich das hinbekomme. So, welcher ist Steve? Das ist Steve. Steve, das tut mir jetzt sauler. Scheiße, das ist Hans. Fuck, wo ist Steve? Nein, das ist End. Ah! Wo ist Steve? Da habe ich mich gerade verarschen lassen, aber hart. Och nö. Scheiße. Ich wollte mir doch einen neuen Job besorgen. Das gibt's doch gar nicht. Oh, der hat mich so genatzt, der Typ. Mal kurz gucken, ist der hier drin? Hey, da ist der Schlitten vom Weihnachtsmann. Und da ist der Weihnachtsbaum. Ah, voll schön. Okay. Das war knapp. Steve ist... Ach, da ist Steve. Kommt mal mit, meine Freunde. Wir laufen jetzt mal ein bisschen hier im Kreis. Haben wir sonst nichts zu tun. Follow me. Komm, Steve. Hau mich. Der hat mich gehauen. Officer, machen Sie den weg, bitte. So, jetzt ist Steve ausgeschaltet. Ich nehme mir den mal kurz. Ah, ich habe gedacht, da wird noch einer drunter liegen. Und der dürfte jetzt eigentlich seinen Job verloren haben, wenn ich Glück habe. Was habe ich denn eigentlich noch für Jobs offen? Duschen, Krawall machen, alles klar. Wobei, viel Geld wird aber eh nicht rumkommen. Komm. Alter, ich habe dich doch gerade gehauen. Der Officer darf mich nicht schlagen, weil ich sonst sofort im Knast sitze. Komm, Steve. Du schaffst es nicht mehr zu arbeiten. Nicht heute. Und morgen dann sowieso nicht mehr. So. Der ist durch. Ich gehe mir jetzt direkt seinen Job holen. Och, Mann, ey. Da steht wieder irgendwas, was nicht übersetzt ist. Das heißt, wahrscheinlich bin ich zu dumm oder zu schwach. Oh, das nervt. Keine Übersetzung. Gut, dann muss ich einfach meine... meine Attribute ein bisschen hochprügeln. Alle. Wie hoch sind die denn so? Na, vielleicht Geschwindigkeit und Intelligenz. Das wäre wahrscheinlich nicht schlecht. Ich gehe erstmal jetzt Geschwindigkeit farmen. Und ein bisschen Stärke vielleicht noch. Aber das ärgert mich jetzt gerade ein bisschen, dass ich das nicht lesen kann. Aber gut, was willst du machen? So, jetzt kann ich mir wieder die Finger blutig rennen.
Komm schon, Baby. Aber ich denke, es liegt vor allem an der Intelligenz. Bei den Berufen ist es meistens die Intelligenz, habe ich festgestellt. Deswegen gehe ich jetzt nochmal hoch. Lese ein bisschen. Im Internet. Und hoffe, dass ich nicht so schnell gefunden werde. Der geht da jetzt rein. Ist interessant, also derjenige, ich vergesse immer die Namen, sorry. Ey. Aber derjenige, der mir den Tipp gegeben hat mit dem PC, der hat gemeint, bei ihm würde der Raum nicht patrouilliert werden. Kann durchaus sein. Ich glaube, vieles in dem Spiel ist zufallsbedingt. Und kann durchaus möglich sein, dass das bei ihm halt nicht vorkommt, dass der Raum patrouilliert wird. Aber ärgerlich ist es natürlich trotzdem. Vielleicht hat er, vielleicht wird es ja auch gepatcht, dass der Raum eben patrouilliert wird. Und er hat es mal irgendwann vorher gespielt. Komm schon, noch ein Stück. Yes. Ich darf natürlich jetzt eigentlich nicht rausgehen, weil ich sofort abgeknallt werde, aber so what? So, komm, ich brauche noch ein bisschen mehr Intelligenz. Wie viel habe ich denn? 41, eventuell langt das sogar schon. Ich will mal kurz gucken, ob ich den jetzt annehmen kann. Nee, noch nicht. Noch nicht. Macht aber nichts. Ach scheiße, wir haben Abendessen. Das habe ich überhaupt nie mitbekommen. Boah, das wird knapp. Schnell noch was reinschieben, damit ich gleich ordentlich trainieren kann. Ja, langt. Und dann beim Duschen muss ich dann ja wieder Ablenkung machen. Aber so richtig für meinen Ausbruch habe ich heute nichts gemacht. Da hätte man... was hätte ich denn heute machen können? Ich kann mal kurz gucken, ob ich mir bei irgendjemandem eine Uniform besorgen kann. Dann muss ich aber noch ein, zwei Sachen vorbereiten, bevor ich heute Nacht vielleicht mal einen Spaziergang draußen mache. Das darf ich nicht vergessen. Aber scheiße, wahrscheinlich kriege ich jetzt gar keine Uniform. Zum Beispiel hier hat jetzt gerade gar keiner den Shop offen. Nee. Leider not. Ist nicht gut. Aber vielleicht passiert es ja gleich noch. Weil dann kann ich mir eine Uniform holen, mache mir noch ein Bett-Dummy und hoffe dann, dass ich oben ohne Schlüssel in den Hauptraum reinkomme und dann halt natürlich zum PC. Das wäre halt ideal, aber... Oh, hört doch mal auf, euch zu schlagen. So, 202. Ah, 6 Dollar habe ich, glaube ich, plus gemacht. Aber kein Shop. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Keiner. Kein einziger. Ich versuche jetzt mal mein Glück beim Looten. Vielleicht hat einer noch eine im Schreibtisch. Aber ich bezweifle es, sorry. Bin ein bisschen müde wieder. Ich glaube, ich werde gerade ein bisschen krank. Aber nachher schmeiße ich mir irgendwas rein. Ich darf nicht krank werden. Ich habe nächsten Montag ein Vorstellungsgespräch. Nehmen wir das Penarium-Fass mit. Da hat mir jemand in die Kommentare geschrieben, dass man dadurch die Meinung erhöhen kann. Wenn man das jemandem schenkt. Aber gut, mich hätte es jetzt auch wirklich sehr, 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 sehr gewundert, wenn ich hier in allen von den Schreibtischen eine Uniform finde. Das ist eigentlich nicht normal. Aber warte mal, ich habe eine Idee. Ich habe da doch gerade eine Bleiche gesehen. Jupp. Ich mache mir einfach selber eine. Dafür brauche ich mal einen. Scheiße. Ah, komm schon. Ich brauche einen, den ich mal kurz hauen kann. Der dann wiederum verhauen wird. Komm schon. Ich baue eine Uniform. Ich will nicht meine benutzen.
Hilfe, Officer, Officer, Officer. Officer, Hilfe. Dankeschön. Machen Abgang jetzt. Dankeschön. So, dann brauche ich... Ach Mist. Dann brauche ich mal kurz das hier. Hoffentlich habe ich genug Intelligenz, um das jetzt zu machen. Warum geht das nicht? Ach komm schon. Darf ich nicht machen? Ist nicht euer Ernst. Das finde ich super ärgerlich. Ich kann mir keine eigene Uniform machen. Das schränkt mich natürlich jetzt ein bisschen ein. Ich gucke mir jetzt nochmal von oben so ein bisschen diesen, dieses Gebäude hier an, aber so richtig sieht man da auch nichts. Ich glaube, dass ich... Also einen blauen Schlüssel brauche ich auf jeden Fall. Ich bin mir aber gar nicht so sicher, ob es einen blauen Schlüssel gibt in diesem Spiel. So, schnell das Zeug hingelegt. Sonst komme ich nämlich nicht zum Weihnachtsmann rein. Oder ich muss mir halt irgendwas anderes einfallen lassen. Ah, der hat nur Mist dabei. Ja, ja, komm, ist hier jetzt gut. Schreib mich doch nicht die ganze Zeit hier an. Nee, also ich glaube... Boah, ich glaube, heute wird das nix mit... Ich guck mir mal nachts irgendwas an. Weil ohne Uniform möchte ich ehrlich gesagt nicht rumlaufen. Das ist mir zu gefährlich. Ein Bettdummy habe ich jetzt auch vergessen zu machen. Das ist auch doof. Deswegen würde ich sagen, war es das erstmal für heute. Und... Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, Freunde. Tschüssi.